Für viele Menschen ist Fernsehen ihr Lieblingshobby. Dein Gehirn liebt Netflix-Marathons, aber dein Herz weniger. Forscher haben in einer Studie herausgefunden, dass bei täglich mehr als 4 Stunden Fernsehen ein 50% höheres Risiko für eine Herzerkrankung oder einen frühen Tod besteht, als bei unter 2 Stunden. Genieße deinen Lieblingsfilm, aber widme dich danach weniger bildschirmfokussierten Aktivitäten. In unserem heutigen Video stellen wir dir Alltagsgewohnheiten vor, die deinem Herzen schaden können. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gern mit einem Daumen nach oben, abonniere unseren Kanal, aktiviere die kleine Glocke und sei gespannt auf die Videos, die wir täglich für dich hochladen. Nummer 1. Du bewegst dich zu wenig. Wenn du täglich zu viel sitzt und spät abends noch Fernsehen schaust, bewegst du dich zu wenig. Laut neuester Erkenntnis ist ein überwiegend sitzender Lebensstil schlecht fürs Herz, weil ein Muskel regelmäßig trainiert werden muss, um gesund zu bleiben. Empfohlen wird 4-mal pro Woche kardiovaskuläre Übungen zur Verbesserung der Herzfunktion, Blutdrucksenkung und Behandlung von Stress und Depressionen. Nummer 2. Du isst rotes Fleisch. Wenn du viel rotes Fleisch isst, solltest du den Konsum einschränken. Forschungsergebnisse zeigen, dass ein Zusammenhang zwischen einem erhöhten Konsum von rotem Fleisch und Herzerkrankungen besteht. Je mehr du davon isst, desto höher ist der LDL-Cholesterinwert. Deshalb solltest du es nur in Maßen genießen oder ganz weglassen. Nummer 3. Du benutzt nicht jeden Tag Zahnseide. Menschen mit Zahnfleischentzündungen haben ein höheres Risiko für Herzinfarkte, Schlaganfälle und kardiovaskuläre Erkrankungen, entweder durch einen schlechten Allgemeinzustand oder Zahnfleischerkrankungen, durch die sich Entzündungen über den Blutkreislauf im Körper ausbreiten und das Herz angreifen können. Empfehlenswert ist es deshalb, 2-mal am Tag die Zähne zu putzen, Zahnseide zu benutzen und bei größeren Problemen einen Zahnarzt aufzusuchen. Nummer 4. Du schnarchst. Schnarchende Menschen finden sich meistens damit ab, aber es ist keineswegs so harmlos, wie du denkst. Laut Forschern am Henry Ford Hospital in Detroit kann Schnarchen Verdickungen und Anomalien in den Halsschlagadern verursachen, die das Herz gefährden. Sie sollten sich deshalb ebenso in Behandlung begeben wie Menschen mit anderen Risikofaktoren für Herzerkrankungen. Nummer 5. Du lässt deinen Stresslevel ansteigen. Ein erhöhter Stresslevel stört dich im Alltag vielleicht nicht besonders, aber über einen längeren Zeitraum kann er deinem Herzen schaden. Dauerhaft erhöhte Cortisolwerte können dein Risiko für eine Herzerkrankung verstärken durch die Erhöhung des Blutdrucks, Cholesterols und Blutzuckers. Man muss Stress nicht ganz vermeiden, sollte ihn aber durch Übungen oder Meditation abbauen. Nummer 6. Du ignorierst deine Depression. Wenn du depressiv bist und nichts unternimmst, kannst du dein Herz gefährden. Menschen mit depressiven Symptomen haben ein erhöhtes Risiko für Herzerkrankungen. Eine kleine Studie zeigte, dass Menschen, die frühzeitig Depressionen behandeln lassen, ihr Risiko um die Hälfte senken konnten. Nummer 7. Du gehst nicht genug nach draußen. Es ist nicht leicht, nach draußen zu gehen bei allem, was um uns herum passiert, aber es zu unterlassen, ist nicht gesundheitsförderlich. Gemäß einer Studie von 2018 besteht ein Zusammenhang zwischen einem niedrigen Vitamin-D-Spiegel und Herzkrankheiten. Dagegen wird empfohlen, 3-mal wöchentlich 15 Minuten Sonnenlicht pro Tag. Wenn du länger draußen bist, achte auf Sonnenschutz und ernähre dich ausgewogen mit viel Vitamin D. Nummer 8. Du rauchst auch in Gesellschaft. Jeder weiß, dass Rauchen schädlich fürs Herz ist, aber nicht nur für Kettenraucher, sondern auch Gelegenheitsraucher, die vorwiegend in Gesellschaft rauchen. Zudem erhöhen Gelegenheitsraucher nicht nur das Risiko für Herzerkrankungen, sondern begünstigen auch weitere gesundheitliche Probleme. Nummer 9. Du rauchst passiv mit. Aber auch Passivrauchen schadet. Nichtraucher, die bei der Arbeit und privat viel mit Rauchern zusammen sind, haben ein 30% erhöhtes Risiko, durch das Passivrauchen eine Herzerkrankung zu entwickeln.
Passivrauchen ist sogar für etwa 8000 Todesfälle pro Jahr verantwortlich. Nummer 10. Du isst zu viel gesättigte Fette. Steak und anderes rotes Fleisch sind nicht die einzigen ungünstigen Lebensmittel für deine Herzgesundheit. Es gibt laut Untersuchungen einen Zusammenhang zwischen einem erhöhten Verbrauch an gesättigten Fetten wie Butter, Käse und anderen Molkereiprodukten und Herzkrankheiten. Du solltest sie nur in Maßen essen. Nummer 11. Du isst zu viel verarbeitete Lebensmittel. Verarbeitete Lebensmittel schmecken super, sind aber leider nicht gut fürs Herz. Frittiertes, Snacks und Junkfood haben keinen ernährungsphysiologischen Nutzen, sondern richten eher Schaden an. Die Alternative ist eine gesunde Mittelmeerkost, die das Cholesterol senkt mit gesunden Zutaten wie Fisch, Gemüse, Nüssen, Olivenöl und Obst. Nummer 12. Du bist eine Naschkatze. Als Naschkatze bist du nicht allein. Leider kann dich dein Süßigkeitenkonsum in Schwierigkeiten bringen. Gemäß einer Studie, die im Jahr 2014 durchgeführt wurde, hatten die Teilnehmer, die 17-21% ihrer Kalorien täglich aus Zucker bezogen, ein 38% höheres Risiko, an einer Herzkrankheit zu sterben. Reduziere deshalb deinen Süßigkeitenkonsum und achte auch auf versteckte Zucker, die Hersteller gerne untermischen. Nummer 13. Du isst zu viel. Überessen birgt zwei Risiken: Gewichtszunahme und Bauchschmerzen. Aber es kann auch mehr Probleme verursachen. Größere Mahlzeiten können Herzinfarkte und Herzversagen verursachen, besonders bei einem vorbelasteten Herzen, weil sich der Magen erweitert und das Blut vom Herzen ins Verdauungssystem fließt. Bei Menschen mit verengten Herzarterien kann jeder Blutfluss vom Herzen weg Angina pectoris oder Brustschmerzen auslösen. Nummer 14. Du trinkst zu viel Alkohol. Rotwein in Maßen ist gesund, aber nicht Alkohol generell, vor allem nicht Alkoholexzesse. Menschen mit schon 10 Drinks wöchentlich sterben etwa 1-2 Jahre eher als diejenigen mit 5 oder weniger. Auch gelegentliche Alkoholexzesse können problematisch sein, weil zu viel Alkohol den Herzmuskel schwächt und eine Person anfällig macht für Herzrhythmusstörungen wie Vorhofflimmern. Nummer 15. Du übersalzt dein Essen. Ein bisschen Salz ist okay, aber Experten empfehlen eine Tagesmenge unter 2,3 Gramm. Forschungsergebnisse zeigten, dass Menschen, die täglich 6 Gramm und mehr Salz zu sich nahmen, ein erhöhtes Risiko für Herzinsuffizienz aufwiesen. Achte deshalb auf den Salzgehalt in Konserven, Salatsoßen, Chips und Frühstückscerealien. Nummer 16. Du bist schnell wütend. Es gibt viele Gründe, warum du Ärger nicht überhand nehmen lassen solltest. Einer ist, dass er dein Herz angreifen kann. Schon kleinere Episoden intensiver Wut können Herzinfarkte begünstigen. Jeder wird mal wütend, aber nichts ist es wert, dafür die Gesundheit zu ruinieren. Nummer 17. Deine Ernährung enthält zu wenig Obst und Gemüse. Wenn jemand zu wenig Obst und Gemüse isst, sollte er diese Gewohnheit ändern. Anstatt deinen Körper mit verarbeiteten Lebensmitteln zu füllen, solltest du gute Lebensmittel essen und 5 Portionen Obst und Gemüse täglich, wie viele Wissenschaftler empfehlen. Nummer 18. Du gehst nie zum Arzt. Niemand geht gern zum Arzt, aber regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen helfen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen. Ein frühzeitiges Erkennen und Behandeln von Risikofaktoren kann das Risiko von Herzinfarkten und Schlaganfällen senken. Unser heutiges Fazit: Du kennst jetzt die Gewohnheiten, die schlecht für dein Herz sind, und kannst im Alltag besser darauf achten. Mit einer ausgewogenen Ernährung und regelmäßiger Bewegung, weniger Alkohol und Rauchen kannst du schon eine Menge erreichen, um dein Herz zu schützen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.